das war vielleicht ein bisschen viel. Ich schaue jetzt mit dem Dünger aus, das läuft. Bisschen wenig Tetsch hier drin. Wie schaut's aus bei euch, ihr Kackers? Oh, das ist ein Dodo-Ei. Das bist du doch. Ja, ich hab's doch genau gesehen. Ist jetzt gut. Der hat noch. Okay, dann machen wir jetzt die rechte von beiden. Pumpen wir jetzt nochmal voll. Genau, dann passt das. Das Eck bringen wir rein. So. Oh, Alter, schon wieder wächst. Aber schon ganz schön das Beet. Ob das noch irgend, ob das irgendwann oder ob das so lange noch funktioniert mit den mit diesen Wassergießern. Ich wage es zu bezweifeln, Freunde. Ich wage es echt zu bezweifeln, weil ich glaube, irgendwann wird er die Physik greifen und sagen, das geht so nicht. Denke ich mir zumindest. Könnte ich mir gut vorstellen, dass dann irgendwann echt die Physik greift. Rockerot. Aus. Dorftor. Ja, ich würde mal ganz gerne mal Berthold nehmen. Ich kann Berthold mitnehmen. Berthold kann aber gar nicht so viel mitnehmen. Ne? Berthold ist eigentlich gar nicht so der Transport-Yogi. Das ist geil. Das ist so episch cool, ey. Sieht auch cool aus. Ich finde, die fahren immer noch super. So. Warte mal, ich muss noch mal kurz was gucken. Wir gar nicht geforscht. Das haben wir nicht geforscht. Wir könnten die Pipe. Die Ramp. Die forsche ich jetzt auf jeden Fall noch nach. Die bauen wir noch. Was kostet mich denn eine Ramp? Wooden Ladder. Oh, das wäre eine Idee. Das wäre eine Idee. Aber dazu brauche ich garantiert Holz, Thatch und Fibers. Habe ich noch zum Glück. Nehmen wir ein bisschen Fiber mit. So. Hatchframe. Wooden ceiling has a hole in the bla 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 craft. So. Wooden Ceiling. Muss ich mal testen, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, wie böse wir überladen sind. Ganz knapp noch, okay. Das muss ich jetzt mal testen. Das kann sein, dass wir jetzt episch was Blödes tun. Wow, Moment. Weil ich habe jetzt den Plan,
dass wir ein Stück von unserem Haus hier vorne nach vorne bauen und dann mit einer Leiter runtergehen. Dass wir hier unten quasi reinkommen. PK ist mit Emma wahrscheinlich gerade am Jagen. Lohnt sich das hier runter zu gehen? Könnte klappen. Zumindest bis zum gewissen Grad. Wow. Was? PK hat's erwischt. Equip Saddle, ja genau. Ganz schön viel Fleisch, ey. Oh, Scheiße. So crazy, ey. So crazy und so vor allem so, so übertrieben auch, ne? So, Wooden Ceiling. Ich glaube, wir können sogar noch eine herstellen. Machen wir nochmal eine, sicher ist sicher. Jetzt gehen wir am äußersten Punkt, nämlich hier. Das könnte halt echt funktionieren, ne? Nein. Ja, okay, das geht auch noch. Daraus, okay. Und wenn wir hier runter gehen. Hier runter ist, glaube ich, eine blöde Idee. Nice. Ja, schon, ne? Aber. Blöde Idee, auf jeden Fall. So. Dummerweise, ich wäre noch ganz gerne noch ein bisschen, noch so eine Etage weiter nach vorne gekommen. Also ganz am Boden kommen wir noch nicht. Nee. Aber das geht halt nicht mehr. Aber weiter macht er nicht? Nee, weiter geht's nicht. Weiter kannst du es nicht anbauen. Nimmt er nicht. Denk mal wegen der Statik. Schade. Ja, ich denke mal auch. Aber immerhin. Also du kommst von so einem Haus zwei Felder über so einen Hang drüber. Das ist schon mal eine ganz gute Erkenntnis. man müsste mal sehen, man hat ja später diese Wooden Pillars, ob man da eventuell nicht mit höher kommt. Das kann sein. Ich habe den Pillar so tatsächlich schon erforscht. Müsste man ausprobieren. Dann kannst du dich mal gucken, weil wie gesagt, wir haben ja das noch nicht ausprobiert hier. Sieht aber auf jeden Fall geil aus hier. Hm? Schau mal, wo der Pillar ist. Wooden Ladder. Ah, okay, da fehlt mir noch ein bisschen Holz. Auf jeden Fall schöne Übersicht über das Camp. Ja, super. Das ist echt geil von da aus. Richtig cool. Ja. Jetzt muss da noch alles Mögliche rein. Bei Sonnenaufgang will ich das mal gucken. Ja. Oh, episch. So. Jetzt holen wir uns da noch ein bisschen was raus. Mit dir. Na also. Sogar einen Boost bekommen. Ah, guck mal, da ist Emma.
noch was zu essen? Nix, ne? Aber wer weiß, was da noch geht, wenn man dann die Statik noch ein bisschen verbessert mit Holz und so weiter, ne? Also da geht ja mit Sicherheit auch noch was. Eskalieren gerade hart. So, jetzt können wir gleich die nächste hoffentlich bauen. Und ein Dorf, also wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwas, womit wir eine Türe noch bauen können, weil ich möchte da schon eine Türe drin haben. So eine Art Geländer oder. Zwerg hinter dir, gönn dir. Hui, da. Danke. Super, danke dir. Oh Mann. Schauen wir mal. Ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt läuft. Jetzt müsste eigentlich müsste man doch schon die Voraussetzungen haben, oder? Ne, ein Wood fehlt noch, okay. Das war das eine Wood. So. Ein paar Bäumchen fehlen noch, dann können wir ja richtig, richtig durchstarten, Freunde. Was jetzt gar nicht so schlimm ist, finde ich. Zwerg, einmal umdrehen, wenn du so weit bist. Okay, jetzt haben wir erstmal viermal. Das müsste als relativ. Ah, schauen wir mal. Nochmal. Wir gehen jetzt erstmal ein zweites Kanu holen. Also eine zweite Emma. Okay. Schafft ihr das allein? Also, Ralle kommt noch mit. Ich denke mal, Erna kommt auch noch mit. Also, dürfen wir eigentlich schaffen. Ja, ich warte mal, wenn ich mal kurz bauen kann. Ich wäre auch dabei. Jetzt runterspringt, bricht man sich wahrscheinlich alles, oder? Ja, nicht mal so. Oh! Das tat weh, okay. So, alles klar, wir haben Wasser getrunken. Starving hoffentlich nicht. Okay. So, das Holz legen wir wieder zurück. Und nehmen uns was zu essen mit, weil wir haben echt Hunger. Aber das kriegen wir schon. Das schaut schon insgesamt richtig gut aus, Freunde. Das schaut richtig, richtig gut aus. Treppen legen wir auch mal zurück. Braucht man ja auch immer wieder. Und auch das Fiber. Pack mal da rein.
Okay, wir haben Hunger. Das war nicht wenig. So. Wie schaut's eigentlich mit dem Stego aus? Das würde ich eigentlich ganz gerne fertig kriegen. Okay, also dann brauchen wir für das brauchen wir auf jeden Fall noch richtig, richtig vieles. Stego. Alter Schwede, wir haben schon voll den Dino-Fu-Park, das ist so schön. Aber was ich gerade noch gesehen habe, uns fehlt noch eine Kleinigkeit, und zwar wir sollten, und das mache ich jetzt, ich schlage jetzt mal als Buffetfräse zu. Ich nehme hier mal ein bisschen Zeug mit und hoffe einfach mal, dass es noch hält, so lange wie wir brauchen, um wieder zurückzugehen. Crazy, ey. Wir kriegen kaum Narkos, ne? So, erstmal was essen. Das ist wichtig. Das ist wichtig, Freunde. Na, ein Narko. Wunderbar. So. Schaut schon cool aus, die Treppe, ey. Passwort gibt's auch oder ohne? Wie bitte? Ein TS Passwort gibt's das auch oder ist es ohne? Keeps you awake, but ohne. You. Okay. Ohne, oh mein Gott. Ohne Passwort, ja. Einfach nur die Zahl eingeben und dann verbinden. Genau. Jo. Gib mal der Uschi noch, tu mal der Uschi was Gutes. Der Zwerg schnüffelt schon. Wo geht's? So. Quatsch, was wollte ich jetzt? Ach, Miet. Bin ich noch ewig viel spoiled, Miet? Ja. Ja, kommst du mit? Ja, mit oder ohne Reittier? Ohne. Alles klar. Bis dann noch ein Druck geht. Dann los. Okay, Freunde. Wir machen weiterhin die Buffetfräse, weil wir haben nämlich vergessen, was zu essen zu nehmen. Und ich will jetzt nicht nochmal zurück. Die Schläuche sind zum Glück voll, das ist eine gute Sache. Uhuh.
Auf geht's, Freunde! Attacke! Voll cool! So, jetzt geht's erstmal, episch ab. Wir sammeln noch ein paar Beeren ein, damit wir überleben können. Emma pflügt sich hier durch. Ich komme gleich zu der Stelle. Irgendwo weit mich getötet haben. Keine Emma. Ja, die Brave. Ja, du bist ja ein feines Wurschti. So, erstmal noch was spachteln. Das füllt auch unser Wasserhaushalt wieder ein bisschen auf. Das Fiber werden wir vielleicht irgendwann rausschmeißen. Und vorzugsweise nehme ich jetzt einfach mal alles mit, was ich in die Pfoten kriegen kann. Nein. So, erstmal wieder auffüllen. So. Wir können zumindest den Status quo halten. Aber wir brauchen dringend mehr Beeren. Schade, mal weiter. Ja, das hat leider nichts gebracht. Das hier ist eine schöne Ecke. Episches Bildchen mit Emma oben drauf. Wo? Gut, warte, ich mach Emma aus. Und das ist ein Raptor. Raptor. Da ist ein Emma. Das ist ein Raptor, ne? Nee, das ist der Emma. Hier. Nee, das ist ein Raptor. Wo? Nee, stimmt, das ist ein Kanu. Ja, das ist ein Kanu, das ist so ein Emma. Tatsache. Wir brauchen Zellenpfeile, aber zack, ich.